Spatenstich für 124 neue Wohnungen. Die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land feierte am Montag den Spatenstich der ersten 124 von insgesamt 200 Wohnungen, die am Bruno-Bürgel-Weg in Treptow entstehen sollen. Mit dabei waren auch Staatssekretär Engelbert Lüttke-Daldrup und Bezirksbürgermeister Oliver Igel. Auf dem Grundstück am Bruno-Bürgel-Weg 39, das direkt an der Spree gelegen ist, entsteht in 9 fünfgeschossigen Häusern eine Wohnfläche von knapp 9000 Quadratmetern. 124 barrierearme Mietwohnungen mit unterschiedlichen Größen zwischen 1 bis 5 Zimmern, ausgestattet mit Vorgärten, Balkonen bzw. Terrassen, werden hier Singles und Familien ein neues Zuhause bieten. Rundherum sind großzügige Grünflächen vorgesehen. Die Fertigstellung des Neubaus ist für 2016 geplant. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 21,8 Millionen Euro.